Und wir machen jetzt nochmal hier so die letzten Minütchen Witcher zu Ende. Und ich freue mich, das mit euch erleben zu dürfen. Für mich ist es echt auch nochmal cool, nochmal Witcher zu erleben. Weil jetzt verstehe ich schon einiges besser als beim ersten Mal spielen. Beim ersten Mal spielen war ich halt wirklich. Ich musste ins Kampfsystem reinkommen, weil das. So ein Kampfsystem wie bei Witcher 1 hatte ich bisher noch nie. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig. Der Orden hätte die Menschheit retten können. Ein Staatsstreich, Morde, Experimente an Kindern. Der Preis war zu hoch. Warum rede ich überhaupt mit euch? Ihr behauptet, die Menschen zu schützen und doch habt ihr sie der Bestie zum Fraß vorgeworfen. Warum? Weil ihr selbst kein Mensch seid. Ich hätte euer wahres Gesicht sehen und euch töten müssen, als ich es konnte. Versucht es jetzt. Zieht euer Schwert. Ja. Ich bin tatsächlich froh, dass ich mich nicht der Flammenrose angeschlossen habe. So. Denn wir haben so viele Züge gezeigt, die mir persönlich nicht gefallen. Und das Schlimmste ist, die Flammenrose ist quasi so ein bisschen das, was so die heutigen Menschen quasi teilweise sind. Immer so ich bezogen und alle anderen sind egal. Egal, wir stehen alle über einem Kamm. Egal, ob es eine Religion, eine Rasse, eine Kultur ist, die wir nicht verstehen. Es wird alles über einen Kamm geschoren. Und klar, ich gehe auch nicht mit allem 100% konform, aber ich lasse den Leuten ihren Willen, sofern sie keinem anderen damit schaden. Und Gott, mir sind andere Religionen tatsächlich egal. Es ist mir egal, was die Leute machen. Es ist mir egal, was auf was die Leute stehen. Mir ist der Charakter wichtig und das war's dann auch. Und der Orden der Flammenrose war halt so in dem Sinne, wir müssen alles bestimmen, wir müssen alles tun, dass es den guten Menschen, den besseren Menschen, gut geht. Was mit den Leuten ist, die anders sind, die nicht 0815 sind, das ist egal. So, und das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, der Orden ist keine Option für mich. Möchte ich nicht. Mag ich nicht. Nee. Da sind mir dann auch die Menschen. Seht, egal. Alvin. Das ist nur eine Illusion, Triss. Also soll jetzt auch nicht heißen, dass auch in diesem Spiel hier die Menschen egal sind, aber. Ich gehe halt so von den Einstellungen aus, davon, wie gewisse Sichtweisen sind. Ich wäge die Dinge halt ab. So. Und das mache ich in Spielen und das mache ich auch im echten Leben. Ich gucke, was das, wie es hier im Spiel auch oft mal gesagt wird, das kleinere Übel ist und was für mich besser ist und für andere besser ist. Klingt vielleicht für einige seltsam. Ich bin da bisher im echten Leben wie auch im Videospiel immer ganz gut mitgefahren. Wobei bei Videospielen teste ich mich natürlich aus. Es gibt auch mal so. Ich habe auch mal so eine Rauschphase, wo ich dann alles töte, was mir so quasi über den Weg kommt. Und wenn es in Skyrim ein Huhn ist und ich dann für den Rest meines Lebens als geächtet gelte. Ja. Ich glaube, jeder von uns, der Skyrim mal gespielt hat, hat einen Huhn getötet. Ja. Die Leute wissen, was ich meine. So, aber wir befinden uns jetzt in den noch letzteren Zügen und reden mit einem der letzten Gespräche in dem Spiel. Wie störrisch ihr seid. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Die Dogmen eurer Zunft waren ein Fehlschlag. Zu viel Individualität.
Ich brauchte heilige Ritter so fähig wie Hexe, die den Inbegriff des Edlen verkörpern, nicht Hände, die um Almosen betteln. Blödsinn. Ihr wolltet Macht. Wenn ihr das sagt, fragt meine Soldaten, wenn sie eintreffen, was sie von mir als ihrem Meister halten. Dass seine Soldaten ihm übrig sind, ist doch klar, oder? Also, ne? Wir helfen mal Triss, weil ich glaube, sie hat gar nicht mehr so viel Leben. Ich war nicht im Endkampf mit dabei. Und sie sollte vielleicht doch nicht ohne Geralt, könntest du mal? Weißt du, jetzt liegt das Flugzimmer am Boden. Aber ich glaube, wir haben auch zu spät reagiert. Da vorne ist es. Davon findet unser letzter Kampf statt. Seht, Geralt. Menschen, Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie war, Euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Ah, okay. Also Ada hatte ich tatsächlich beim letzten Mal auch. Ich weiß nicht, ob es hier andere Auswahlmöglichkeiten gibt. Aber Ada hatte ich beim letzten Mal auch als Hilfe. Ich glaube, das hilft besser. Gut, wenn wir denn mal aufstehen würden. Keine Gnade! Okay. Gut. Wir sterben direkt bei einem Schlag. Auch schön. Beziehungsweise wie wir am Boden lagen. Ja, das hatten wir. Haben wir die Schwalbe? Vielleicht hilft die uns gleich. Warte mal. Okay, doch. Schwalbe ist mit drin. Dann speichere ich jetzt hier nochmal. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir gerade gestorben sind. Ich glaube, ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber... Seht, Geralt. Menschen. Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie? Wir müssen... Oh, das macht mehr Spaß als ein Bankett im neuen Narrakord. Möchtest du bitte zur Seite gehen? Danke. Auf die Knie, Schurke!
jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir durchkommen. Also so an sich machen wir gar keinen Schaden. Wir kriegen keinen Schaden. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum wir eben gestorben sind. Aber ja, gut. Wahrscheinlich habe ich einfach irgendwie gepennt oder keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er mir einfach gewone-hittet. Schaffen wir ja auch, wenn wir richtig geschlagen würden. Diese kurzzeitige Lähmung. Wobei wir hatten vorher eine Gegnerart, die war noch schlimmer, was das angeht. Da lief das auch einige Minuten lang durch. Da ist das ja gar nicht mehr so verkehrt. Keine Gnade! Nein! Deswegen sind wir denn jetzt schon wieder gestorben. Ich glaube, wir stehen halt einfach nicht im richtigen Moment auf. Aber ich weiß nicht, wie wir uns dazu kriegen, aufzustehen. Seht, Geralt. Wie? Ich hatte beim letzten Mal schon Probleme. Auf dem Mittel ist das Ganze nochmal ein Stückchen schwieriger als jetzt. Auf die Schuppe. So. Geralt, könntest du mal bitte schlagen? Er macht es aber nicht. Er schlägt halt nicht im Gruppenkampf. Da geht er nicht drauf ein. Weil hier ein Mensch am Spiel am Start ist. Komm schon. Geh da zur Seite. Wir nehmen so keinen Schaden. Also kaum. Naja gut, ist gar nicht mal so schlecht, dass jetzt der Kampf ein bisschen länger dauert. Ärgert mich auch gerade noch gar nicht. Denn wir hatten die letzten Kämpfe, die wir so bestritten haben, waren alle viel zu einfach. Jetzt sollten wir es aber... Ja. So. Hier trennen sich unsere Wege. Warum? Im Herzen der Vision kontrolliert er alles. Ihr müsst allein weiter. Bis bald, Triss. Ich komme zurück. Viel Glück, Geralt. Mal gucken, ob wir wirklich zurückkommen. Okay, hier können wir nichts machen. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen hier nochmal ein bisschen Schwalbe. Inventar voll. Ich kann halt auch die Schwalbe jetzt nicht darüber räumen.
Deswegen kann ich leider nicht viel machen. Okay. So, jetzt bleibt eigentlich nur noch der Bosskampf. Jetzt nur die Frage, wo komme ich nochmal da rein? Ah, hier. Das wird jetzt lustig. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen, öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg, euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert, zieht eure Mutanten zurück, beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Wahrscheinlich. Da würde ich sogar ganz fest darauf vertrauen, dass sie relativ schmerzvoll sein kann. Also ich glaube, insgesamt kann man das als so 3-Phasen-Kampf sehen. Wir haben jetzt die erste Phase halt mit dem Mutanten. Die zweite Phase ist mit dem Großmeister. Und die dritte Phase werden wir dann gleich sehen. Fragen, wann können wir endlich wieder schlagen? So, jetzt legen wir erstmal wieder Boden. Aber eigentlich sollten diese Ignis gar nicht so schwer zu schlagen sein. Das ist gerade schon ganz schön. So, wir haben auch das falsche Schwert für die. Für die wird das hier angebracht.
Aber ich glaube, dann nehmen wir... Ah, doch, wir sind bei Menschen. Müssen wir dann noch weiterhin nehmen. Da wir halt so viele hinter uns haben, ist der Gruppenkampfstil, Gott, am besten. So. Nehmen wir das mal. Uäh. Wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit, euer Schicksal, die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geirrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen, doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Die Frage ist, wessen Tod? Ich kann nicht getötet werden. Ihr könnt euer Ende hinauszögern, aber es wird kommen. Kümmern wir uns um den, der bereits tot ist. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund, den Tod, und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Skoyatel Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Wie habt ihr euch gefühlt, als eure Elfenfreunde Vizima in Brand steckten und Deune töteten? Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir! Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten!
Und? Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet hier. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Okay. So, dazu ist jetzt unser Bosskampf. Beziehungsweise die dritte Phase davon. Und die einfachste. Also komisch, wie es klingt. Auch als ich es damals auf Mittel gespielt habe. Der Kampf war einfach. Also alle Kämpfe, die wir vorher irgendwann schon mal gehabt haben, die waren schwieriger. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Du bist eins. Und da liegt er. Ja, wir haben es aber geschafft. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn, wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst. Der Orden wurde zerschlagen und Foltest hat die Herrschaft wieder übernommen. Und Yevin? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann musste er weg. Foltest wird ihn gehen lassen. Zweifellos. Immerhin haben am Ende die Anderlinge den Ausschlag zu Foltests Gunsten gegeben. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Ja. So, auch das hätten wir dann. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Inventarplatz frei. So. Ja gut, wir könnten jetzt nochmal meditieren. Ich glaube, das wäre allerdings relativ sinnlos. Wir sehen uns hier natürlich nochmal um. Aber... Also... Habt ihr euch alles zurückgeholt? Yep. Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Ja.
Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Die blutigen Kämpfe offenbarten das ganze Ausmaß von Jacques de Altersbergs Wahn. Das Volk traute den Rittern des Ordens nicht mehr und behandelte sie wie Feinde. Foltest nutzte dies und schränkte den Einfluss des Ordens ein. Er verzieh den Anderlingen ihren Aufstand, da sie ihm halfen, die Rebellion des Ordens niederzuschlagen. Doch die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Skoyatel die Wälder. Jevins Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Skoyatel noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vizima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl. Wie wir da einfach mal die alte Rüstung tragen. Er weiß was.
So, wir haben wohl schon durch. Wir haben den ersten Teil von der Witcher-Reihe durch. Oh mein Gott. Ja. Es war auf jeden Fall schön, das Spiel nochmal zu spielen. Jetzt halt auch mal live und nicht nur im Let's Play. Ich habe einiges geschafft, was ich vorher nicht geschafft habe im Let's Play. Ich habe aber auch vieles nicht geschafft, was ich vorher geschafft habe. Es war auf jeden Fall cool, mal die Sicht der Elfen zu sehen. Wie es ist, wenn man halt sich auf die Seite der Elfen stellt und mit dem Squirtle an einer Seite kämpft und so weiter. Ich finde die neutrale Seite dennoch immer noch besser. Vom moralischen her finde ich, habe ich diesmal die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ich bin aber nicht ganz so storymäßig zufrieden. Es war halt für mich bezüglich der Squirtle ein bisschen langweilig. Aber der Orden der Flammenrose wäre für mich keine Alternative gewesen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Spiel ebenso gefallen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht den einen oder anderen dafür begeistern, der das Spiel noch nicht kannte. Wie gesagt, morgen Abend wird dann der zweite Teil starten. Der wird dann komplett neu für mich sein. Das wird dann so mein erstes Playthrough werden. Ich freue mich schon riesig drauf. Das wird dann auch das erste Spiel im Stream sein, was ich noch gar nicht kenne. Bisher hatte ich immer Spiele gespielt, die ich kenne, die ich schon mal durchgespielt habe. Beziehungsweise die ich teilweise gespielt habe. Der zweite wird dann so der erste, den ich noch gar nicht kenne. Und ich freue mich ultra drauf. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen Among Us spielen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere ja noch Lust. Wenn ja, könnt ihr gern auf den Discord-Server von mir kommen. Müsste im Chat auf jeden Fall irgendwo verlinkt sein. Ansonsten auf meiner Infoseite hier bei Twitch. Und ansonsten könnt ihr mich auch gerne fragen, falls ihr drauf kommen wollt, auf den Server. Ja. Ich kann es überspringen.